Der kleine Prinz Asnur begrüßt euch zurück hier zu Fire Emblem Fate. Vermächtnis, was zumindest mal so gedacht ist als Let's Play. Ja, wann wir uns entscheiden können, ist wohl eine andere Frage, oder wie wir uns mal entscheiden werden. Aber erstmal gegen Sander antreten, unseren Bruder, der jetzt irgendwie der nächste König wird, oder der Älteste ist, keine Ahnung. Auf alle Fälle, wir als kleiner Prinz gegen einen Rittmeister. Gut, wir haben beide ein Bronzeschwert, aber trotzdem, ist schon ein bisschen unfair. Da komme ich mal hin. Sehr schön. Ja, was soll ich sonst machen? Geht gar nicht anders. Okay, aber... Der raucht irgendwie leicht, wa? Kann das sein? So einen grünen Dunstschleier ums herum. Okay. Angriff? Ach du Scheiße. Ja, 8 gegen 11, das kann nur schief gehen. Du kämpfst halbherzig ohne Willen, versuch ernsthaft mich zu töten. Du bist mein Bruder, ich kann nicht. Klar kann ich. Das Hund muss wohl Mann werden in diesem Fall. Ihr war es ein Drachenhater? Ja, du hättest sie auch spüren müssen. Drachenblut fließt durch die Adern der Königsfamilie, als auch in deinen. Du musst lernen, die Drachenkraft zu nutzen, wann immer du sie spürst. Heil deine Wunde, Michael, und dann greif mich erneut an. Oje, oje. Eine Drachenader. Okay. Wir tragen also Drachenblut in uns. Gut, dass wir da einiges erklären. Was wir vor allem aus Super Smash Bros. Mittlerweile wissen. Gut, jetzt hat noch ein wenig erholt hast, such es erneut. Ist irgendwie ein bisschen fies, wa? Wenn man ehrlich ist, aber gut. Er will es ja so. Unser Bruder. Level up. Level 2. Du. Geil. Ja, das kann noch besser helfen. Jetzt könnte ich ihn theoretisch erledigen. Er hat nur noch 8 KP, aber... Was denkt ihr, Leute? Ist die Wahrscheinlichkeit echt so groß, dass ich jetzt hier nicht treffe? Jetzt mal ganz ehrlich, 99% Treffer. Wenn ich hier nicht treffe, das wäre das erste Mal in allen Fire Emblem-Spielen, die ich jemals geschaut oder gespielt habe, wo man mit 99% nicht trifft. Ohne weitere, sag jetzt mal, ohne weiteren Faktor. Das muss klappen. How could I be so careless? Gut gemacht, Kleiner. Danke. Alter. Ja gut, das ist ein Rittmeister in dem her. Z5. Z, ist das Währung hier? Helden keine. Hat er gewonnen, wieso haben wir keinen Held? Fies. Extraordinary. Gut gemacht, du wirst mit jedem Tag stärker. Thank you. Danke, Sander. Ich hätte es nicht ohne deine liebevolle Strecken geschafft, ja, liebevoll dran. Ja, ich sehe das anders. Du bist ein Naturtalent. Eines Tages könntest du der größte Krieger in ganz Nur werden. No. Du machst Witze. Listen. Du kennst mich, Kleiner. Ich spare es nie über ernsthafte Themen. Ich meine es so. Du könntest der sein, der Licht in unser Reich bringt, das schon so lange in Dunkelheit gehüllt ist. Hey, brother. Bruder. Typisch. Du weißt schon, dass wahre Stärke mehr ist als nur ein simpler Schwerkampf. Leo, er wollte doch nicht. Beruhig dich, kleiner Bruder. Du bist wirklich manchmal krankhaft ehrgeizig. Du warst schon immer ein talentierter Magier mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Dann greife dich an, dass das spitze Metallstäbe nicht der einzige Weg zum Macht sind. Oh. Und das erinnert mich daran, dass ich dir noch etwas sagen wollte, Leo. What? Ist so wichtig, dass du dafür diese Unterhaltung unterbrechen musst? Well. Nun, dein Kran ist auf links. Yeah. Was? Sieht so aus, hätte sich wohl heute jemand im Halbschlaf angezogen, wa? Na, was denn schon vorher etwas gesagt? Entschuldige, Leo, aber diese kleinen Dinge machen dich eben so liebenswert. Ja, irgendwie schon, wa? Ja. You all right, dear? Geht's dir gut, Michael? Hast du dich während des Trainings verletzt? Wenn ja, dann lass es mich wissen. Ich kümmere mich sorgfältigst um dich. Mhm. Mir geht's gut, Camilla, aber wie immer danke ich dir, dass du dich so sorgst. Hey. Ich mache mir auch Sorgen um dich, Michael. Mhm.
Ich weiß, Alice, sonst würdest du mich wohl nicht so oft besuchen kommen, wa? Magst du meine Besucher? Yes. Natürlich, ich darf die Festungen nicht verlassen, darum freue ich mich über Besuch. Yay! Yay, freue mich zu hören. Ich bin so glücklich, wenn ich Zeit mit dir verbringe. Hm. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der ganzen Welt. Oh. Ah, Elise, dann willst du dich endlich wie eine Erwachsene, du theoretisch bist. Oh. Nun, ich denke, ihre Fröhlichkeit bekommt diesen düsteren Königreich gut, Leo. Everyone. Gut gesagt, Camilla. Jeder von euch liegt mir sehr am Herzen. Nachdem ich mein Gedächtnis verlor, wart ihr alle so geduldig mit... Gedächtnis verlor. Ernsthaft, liebe Entwickler. Ja, das ist irgendwie... Ich weiß auch nicht, aber... In jedem zweiten Fall im Spiel haben wir Gedächtnis verloren. Bei Awakening war es so, bei... Ja gut, ich lasse es. Das macht mir nichts aus, eingesperrt zu sein, wenn ich mit euch zusammen bin. Ich bin so dankbar, euch zu haben. Wir sind auch dankbar, dich zu haben, aber Michael, ich habe... Hey. Lass mich es ihm erzählen, Sender. Wir haben großartige Neuigkeiten, Michael. Vater bat uns, dich zurück ins Schloss zu bringen. Huh? Wirklich? Bedeutet das etwa... Yes. Ja, es bedeutet, dass du endlich diese Zugfestung verlassen kannst. Du musst so eins im Gewissen sein, isoliert vom Rest der Welt. Aber von nun an wirst du frei sein. Oh, wow. Ist das nicht wunderbar? Yes. Ja, das ist wirklich. Danke, Lys. Endlich werde ich diesen Ort verlassen. Vielleicht kann ich mich auch anschließen, als Soldat für Nur kämpfen. Wir werden genug Zeit haben, diese Dinge mit Fahr zu besprechen. Lass uns gehen. Gedächtnis verloren haben, sind uns aufgezogen, also sind wir wohl... Wir haben zwar Drachenblut in den Adern, aber sind wohl nicht... Blutsverwandt. Ich hörte, ihr verlasst die Festung. Ihr müsst glücklich sein, Milord Michael. Gunther bat mich auch zum Schloss zu begleiten, auf eure Pferde zu achten. Das freut mich, ich werde dich vermissen, wenn sie nicht mitkommen. Lilith, sind die Pferde gestattelt? Yes. Ja, Milord, alles ist bereit. Die Pferde scheinen sich auf die Reise zu freuen. Sie mögen euch, Milord Michael. Michael, nach der Zeit, die ihr in den Stallungen wart. Fürwahr, unser Michael liebt Tiere. So eine gutherzige Seele. Erinnerst du dich, als er diesen kleinen Vogel gesund pflegte? Yes. Ja. Oh. Lilith, stimmt etwas nicht? No. Nö, es ist nichts. Ist es nicht offensichtlich, Michael? Lilith ist traurig, sie wird dich vermissen. Mich vermissen? Aber sie kommt doch mit uns. Ja, richtig. Dann ist sie nur traurig, weil sie nicht mehr für sich allein haben wird. Du hast unserem Bruder immer so zugetan, nicht wahr, Lilith? Oh. Naja. Genug geredet. Wir sollten schon auf dem Weg sein. Lassen wir Fahrt nicht warten. Yes. Ja, gehen wir. Na, endlich mal. Flora, du und Jacob bleibt hier, um auf die Festung zu achten. Verließ sie und ich begleite Müller und Michael. Wir werden wohl auch für eine Weile weg sein. Achte gut auf diesen Ort. Yes. Natürlich, ihr könnt auf uns verlassen. Stiff upper lip. Ich wünsche eine gute Reise, Milo und Michael. Understood. Danke, ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Nun ist hier. Typisch Fire Emblem, es wird gequatscht bis zum Ende. Was Anfänger? Ah, blauen Steine sind einfach schwierig, ja. Also Schwierigkeitsgradmäßig und Anfänger, damit wir halt trotzdem die Einheit noch behalten. Hm. Das Geschenk, Ganglerie! Ganglerie? Hauptstadt von Nur, Windmoy. Wie ich sehe, bist du sicher angekommen, Michael. Yes. Ja, Vater. Ich sehne mich so lange danach, euch zu sehen und wieder in Schloss Krakenburg zu sein. Es fühlt sich an, als würde ich träumen. No. Dein Hiersein verdankst du deinem Fleiß. Man sagte mir, du seist nun ein Krieger, fast auf Augenhöhe mit Sender. Endlich besitzt du die Stärke, um ein Teil von Nurs Macht in dieser Welt zu sein. Father.
Aber Vater wird außerhalb der Festungen überhaupt zurechtkommen? Yes. Das besorgt mich ebenso. Ist es außerhalb der magischen Barriere der Festung jetzt zu gefährlich für Michael? Listen. Ich schätze eure Sorge, eure Fatine ist hier zu sein und ich bin bereit zu kämpfen. No. Michael, Noah befindet sich im Krieg mit dem östlichen Königreich Hoshido. Yes. Ja, Vater, ihr habt davon gehört. Wir, die königliche Familie, sind Nachfahren der alten Götter, der ersten Drachen. Als Erben ihrer Macht erobern wir mühelos jene, die sich uns entgegenstellen. Wer diese Kraft zu beherrschen lernt, kann eine ganze Armee von Soldaten vernichten. Sander, Camilla und Leo haben bereits bewiesen, dass sie jene Kraft besitzen. Von dir erwarte ich nicht weniger. Yes. Ich weiß, eure Erwartungen sind hoch, Vater. Ich habe jeden Tag geübt, um mehr wie meine Geschwister zu sein. Sehr gut. Aber du wirst eine passende Waffe benötigen, um nur zu dienen. Hm? Ein finster Stab? Dies ist das Schwert Ganglari, den die Magie einer anderen Welt innewohnt. Wo ist das teilweise ein Schwert? Mit diesem Schwert wirst du die Hoshiden. Die Hoshidische Armee, was für ein Name? Die Hoshidische Armee mit Leichtigkeit vernichten. Danke für dieses große Geschenk, Vater. Wahrlich großzügig. No. Und nun zeige uns, wie gut du es einzusetzen vermagst. Bringt die Gefangenen! Sir. Zu Befehl, Majestät! Gefangene? Nee, oder? Ich habe eine Vermutung. Dies sind Gefangene von unserem letzten Gefecht mit Hoshido. Ich möchte mich selbst in einer Stärke überzeugen. Strecke sie mit Gangleri nieder. Verarschen? Allow me to join you. Ich helfe euch, Milord. Mein Landsname mag ein wenig eingerostet sein, taugt aber noch. Felicia schließlich uns ebenfalls an. Yes. Natürlich, aber immerhin ebenso leibwachte wie Hausmädchen. Um mir zu sein, war ich sowieso noch nie so richtig gut im Putzen, I am Rinka. Ich bin Rinka, die Tochter des ehrenhaften Oberhauptes des Feuerclans. Wie heißt du, nordischer Prinz? Michael, was zum Henker geht dir überhaupt vor? Michael, ist es möglich? Du kennst mich? Eine Katze. Achso, ich hab zuerst mit T gelesen. Wie das denn jetzt? Katze? Case? Was einmal Case war. Ich bin Case, ein Ninja aus Hoshido. Zeigt, was ihr könnt. Do it. Töte sie alle! Wow. Alle besiegen. Hey, da steht besiegen, nicht töten. Wieso bin ich jetzt da unten? Oh. Ist das... Milord, alles in Ordnung? Yeah. Ich spüre etwas Magisches am Boden, kann es sein? Soll ich mal gucken, wa? Eine Drachenader! Beseitigt Schutt und gibt Heilzone frei! Dragon Power! Wow! Sehr gut, mein Sohn! Guter Plan, Milord! Nun können wir uns hier verstecken und unseren Feinden auflauern! Das war zwar nicht mehr Plan, aber okay! Mit dem Kunai im fernen Nahkampf! Wie kann man Eisendolch im Fernkampf benutzen? Okay, versuchen wir's mal. Was kannst du? Ein Erztritt weiterentwickelt, alles klar. Kann das Leben kosten? Ich weiß, ich weiß. Es ist Gunther Odim. Ah ne, Gunther. Der gute Gunther. Sind noch viele Gegner? Ja, leck mich am Arsch. Bedenkt, bevor ihr angreift. Willen zu stehen? Ja, schützen und so weiter. Gut, Waffendreieck, das kennen wir im Prinzip, sag ich jetzt mal. Oder auch nicht. Kann ich vielleicht irgendwo. Ja, gut, Waffendreieck, wow. Markiert habe ich alles, okay. Wie in gewohnter
Awakening und Tour, wow. Da kommen die weit, habe ich noch irgendwie... Ah, okay. Der hat eine Keule, ja, das ist natürlich schön. Der ist eine Axt, wäre natürlich ein Schwert am besten. Eine Lanze, nicht unbedingt so geil. Sie hat einen Dolch, ja, trotz allem KP 19. Stärke 8, Verteidigung 6. Dann mal gucken, und ein bisschen weniger Stärke. Haben wir Geschwindigkeit. Sie könnte sogar zweimal angreifen, wa? Würde ich mal versuchen. Bekommt eigentlich bis... Mann, die sind nicht alle! Fies! Setz ihn mal hier hin. Let's side, okay. Ich setze erstmal sie hier hin. Ich will etwas testen, Freunde. Wieso ist... Boah, wieso ist ein Kolch stärker als... Wieso ist eine Keule stärker als ein Dolch? Ich will mich gerade verarschen, kann das sein? Ja, sehr nützliches, dankeschön. Du bist ein Schwert. Ups! Das ist gar kein Schwert. Oh, ich Trottel, hätte ihn einsetzen müssen. Oh. Tja, das habe ich jetzt davon. Gut, wir haben hier einen Katana, das ist ein Schwert, machen wir es mal auf die andere Variante. Haben wir ihn mit der Lanze, wenn er angreift, ist sie weg, sie macht keinen Damage. Ich lasse sie mal hier warten, weil der kommt niemals hier rum. Dann passt das, dann soll sie hier ein bisschen eigentlich sich selber heilen. Aus Entfernung, eine tolle Variante. Ja, toll. Ich kann sofort hier bleiben. Nee, machen wir anders, ich will hier abdecken. Naja, ein bisschen schwächen so. Watch out! Das war gerade leicht seltsam, bei mir hat es gerade ein bisschen geflackert. Mein Licht hat geflackert! Tschüss. Die Macht Gunglaris! Level up! Die Schuriken eines Ninjas schneiden nicht tief, doch sie zehren an der Kraft. Er war ein langsamer Tod, mit null Schaden vor allem. Ja, glaube ich auch. Spüre die Macht des Feuerclans! Mehr Keule. No damage! Ach du Scheiße. Oh, jetzt kommt doch darüber. Oh, das ist nicht geil. Das ist nicht geil. Die bleiben ja da, aber die können sowieso nichts. Das mit dieser... Nee, ich muss Michael nehmen. Geht gar nicht anders. Also, sprich mich nehmen und tschüss. Aber... Die kennen uns doch. Nö, ich pay not for this. Eine weniger. Da ist ein Katana. Okay, ist natürlich ein Schwert. Hä? Müssen wir mal so sehen. Dann. Ich mach das am besten. Kritische Treffer nicht möglich. Habe ich irgendwo noch ein paar Lanzentypen hier? Nö, wa? Also, warum dann nicht? Du, der Schurken-Typ, war. Ich wollte sie eigentlich hier hinstellen als Schutz, aber kam natürlich so nicht. Nee, das ist auch ein bisschen doof. Und doch Gunther das eigentlich alles im Eingang macht, war. Und sie nach hier verstecken. Schöne Variante. Naja. Macht der Caseplatz, schneidet ihn den Weg ab dort, dann kann ich sie hinter mir in Sicherheit bringen. Schneller machen. Du.
So. Und sieh hier eben. Wegen Doppelbonus. Naja, kommst du angreifen. Jetzt haben wir 2 Damage, hallo? Oh, plötzlich werden sie stärker. Oh. Tschüss, Mann. Bisher ist Waffendreieck noch normal, also nichts Besonderes. Du hast alle Erfahrungspunkte. Age and Guile. Was? Age and Guile? Wie sind denn gemacht? So jetzt hier nix. Das gibt jetzt mal überhaupt keinen Sinn, Freunde, aber okay. Machen wir es doch mal ein bisschen anders. Er soll angreifen. Ja, das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Und sogar mein Partner greift mit 100% an. Das ist doch mal geil. Das ist super. Denn we are trooper. Jo. Relativ simpel, ganz ehrlich. Wir müssen heilen. Gibt Erfahrungspunkte. Gegnerphase. Dankeschön. Trotzdem irgendwie wieder geschwächt, war egal. Ach du Scheiße, nur 66%ige Trefferchance. Das ist aber verdammt wenig. Kann ich irgendwie, nö, geht nicht. Kombinieren in Awakening geht wohl noch nicht. Aber erstmal erledigen. Das geht immer. Yo, du, es failed me. Ich bereue nichts. Abgeschlossen. Helden, Michael und Felicia. Wie gewohnt. So endet es nun. Ah, sind wirklich stark, wa? Ich hoffe nur, dass nicht alle Huschen so stark sind. Stehe nicht so dumm herum, Junge. Erledige sie! Vater? Aber Vater sind besiegt. Wollt ihr, dass ich hilflos Gefangene hinrichte? Du wagst es mich anzuzweifeln! Ich befehle dir, sie zu töten. Nein, das ist falsch. Diese Diskussion ist beendet. Ihr Götter! Hm? Michael, was hast du? What? Unglaublich. Du widersetzt dich meinem direkten Befehl, mein Sohn. Father. Vater, vergebt ihm. Er versteht die Lage, in der wir uns befinden, noch nicht. Well. Nun gut, Sander. Du tötest sie. Soll dir jemand im Wege stehen, töte auch ihn. Und sei es dein eigener Bruder. Tu es. Töte sie. Alle. Stand down. Halt dich raus, Michael. Kiss nicht aus dem Weg. Muss er dich töten? Nein, Sander. Lass nicht zu, dass du das tust. Listen. Wieso widersetzt du dich, Michael? Mann. Alter. Du weißt, die Hoshiden sind unsere Todfeinde. Ich weiß, aber sie sind kampfunfähig. Warum lassen sie nicht Gnade walten? Uh-oh. Bitte, Michael, bekämpfe ihn nicht. Mein lieber, süßer Michael. I don't understand. Nein, 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 Leo, was sollen wir nur tun? Wieso bleibt ein Grimm alles an mir hängen? Oh, Menno. Vater, ich habe unser Feind im Namen eines sanftmütigen Bruders erledigt.
Ich bitte euch nur, gnädig bei seiner Bestrafung zu sein. Enough. Das reicht! Darum kümmere ich mich später. Leo! Leo, wie kommst du nur? Sie waren geschlagen, kein Grund, sie hinzurichten. Stimmt, und jetzt sei still. Leo, hast du... Das reicht, die beiden, der Kampf ist vorbei. Merk dir meine Worte, Michael. Eines Tages wird deine Güte dein Tod sein. Yeah. Vielleicht, aber dank meiner Güte... Aber dank meiner Güte sterbe ich wenigstens ohne Reue. Gut gesprochen. Ich versuche die Habe der Gefangenen. Bringt sie in meine Gemächer. Jawohl, Eure Hoheit! Leo, dein Zauber. Hat sie nur geschwächt, ja. Ich hätte Vaters Befehle befolgen sollen. Aber Camilla und Elise regen sich immer so auf, wenn ich etwas tue, was er bestürzt. Tja. Danke, Leo. Tut mir leid, dass ich dich wegen deines Kranken so aufgezogen habe. Come on. Ja, du kannst mir danken, indem du nicht das nie wieder erwähnst, ja? Oh, wow. Das ist großartig, Bruder. Ja, damit ist die Sache sicher noch nicht erledigt. Vater vergisst nie etwas. Der unbarmherzige Vater. Und das soll unsere Familie sein? Listen. Hört gut zu. Einzig die Güte meines Bruders hat euch die Freiheit beschert. Verschwindet jetzt, bevor euch unser König erspäht. Tja, ich bin keine Geist, die man freilässt. Du sagst, Name sei Michael. Wenn wir uns das nächste Mal begegnen, wirst du für diese Demütigung bezahlen. Ja. Ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal als Freunde gegenüberstehen. What? Elender Narr, ich bin eine Hoshidische. Mann, dieser Begriff, ey. Hoshidische Kriegerin, du weißt nicht, was du da sagst. Yeah. Ich verstehe sich, Hoshido nur im Krieg befinden. Aber ich sehe den Tag herbei, an dem wieder Frieden herrscht. Ich rede von einem weltfremden Prinzen nur aus der Isolation aufwuchs. Die Gerüchte stimmen also. Sollten wir uns wiedersehen, wird die Welt dir sicher deine Fehler aufgezeigt haben. Hoffe nicht. Das wäre ziemlich scheiße. Jo, in diesem Sinne wieder mal danke, Freunde, fürs Zusehen und bis zum nächsten Part über Fire Emblem Fates Vermächtnis. Ich schätze mal damit Kapitel 3 und ja, es wird wohl langsam absehbarer, was hier eigentlich genau vor sich geht. Und hoffentlich natürlich auch, woher wir eigentlich wirklich kommen und wer unsere wahre Familie ist. Bis dahin, ciao zusammen!